Ich komme gerade aus einem Seelenreading und bin immer so sehr erstaunt, wenn wir es mal schaffen, vollkommen raus aus dem Kopf zu gehen, rein ins Herz zu gehen und wirklich mal das Herz, das Higher Self, die Seele sprechen lassen, was es da aus uns spricht, was wir da zu Papier bringen. Das ist immer so, so erstaunlich, nicht nur für mich. Also ich mache jetzt ja, habe die letzten Jahre schon so viele Seelenreadings gemacht, bin immer wieder erstaunt, was mein Gegenüber da zu Papier bringt, welche klare Sprache es spricht, also es aus ihm spricht und das Gegenüber natürlich auch. Und wenn ich eben so gesagt habe, mal raus aus dem Kopf, rein ins Herz gehen, es geht nicht darum, den Verstand, den Denker, auszuschalten. Ganz und gar nicht. Wir brauchen unseren Verstand. Nur wie der Volksmund es so schön sagt, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und je mehr wir es schaffen, uns mal wieder auf das Leben einzulassen, unserem Herzen zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen. Das Leben meint es gut mit uns. Das möchte uns nie für irgendetwas bestrafen. Es meint es immer gut mit uns. Was wir aber im Laufe der Jahre verloren haben, ist so die tiefe Kommunikation mit uns selbst wahrzunehmen, weil es gibt ja gerade im jetzigen Zeitalter und ohne das jetzt zu bewerten und zu beurteilen, es ist ja ein Segen, dass wir uns hier auf diese Art und Weise miteinander connecten können, von wo auch immer du mir zuschaust. Ich schaue jetzt hier gerade auf Zypern. Das sind ja Dinge, vor einigen Jahren war das ja alles noch nicht so. Das ist alles ein Segen. Und auch Social Media, das ist alles ein Segen. Und es führt natürlich auf der anderen Seite dazu, dass ganz, ganz viele Ablenkungsmanöver im Außen sind. Dass wir gleichzeitig im Außen so abgelenkt sind wie noch nie. Und wenn einem das bewusst ist, dann kann man sich darin üben, mal wieder viel mehr mit sich selbst sich zu connecten. Dinge, die im Außen sind, im Außen zu lassen und wirklich mal wieder zu beginnen, der leisen Sprache der Seele. Unsere Seele, die kommuniziert über die ganz leise Sprache von Gefühlen mit uns und das wieder wahrzunehmen, die eigenen Gefühle, den eigenen Impulsen zu vertrauen. Und sich so mehr und mehr wieder auf den Weg zu sich selbst zu begeben. Das ist etwas, was uns nie irgendwo beigebracht wurde. Wir sind eher Meister darin geworden, unsere Gefühle zu unterdrücken aufgrund verschiedener Gegebenheiten, ohne da jetzt etwas zu bewerten oder zu beurteilen und auch ohne vor allem in der Vergangenheit rumzuwühlen. Nur wenn ich weiß, dass unsere Seele immer mit über die leise Sprache der Gefühle mit uns kommuniziert, dann kann ich mich darin üben, natürlich viel mehr wieder der leisen Sprache der Seele, die Gefühle, die ich habe, die Impulse, die ich bekomme, was es zu tun gilt, denen zu folgen. Und dann geschehen natürlich im Außen, im Leben, so magisch wundersame Dinge. Wenn ein klarer Impuls da ist, etwas umzusetzen, etwas zu machen, vielleicht hast du das Gefühl, dass in deinem Leben viel mehr möglich sein muss als das, was du gerade lebst. Das ist ja ein klarer Impuls, den deine Seele, dein Herz, dein Higher Self dir schickt. Und dem gilt es dann zu folgen und das herauszufinden. Und das hat natürlich immer etwas damit zu tun, die eigene Komfortzone zu verlassen. Dazu gilt es natürlich, Dinge anders zu machen als bisher. Weil wenn ich andere Resultate im Leben haben möchte, dann darf ich natürlich gewisse Dinge anders machen als bisher. Oder vielleicht hast du das Gefühl, in gewissen Bereichen deines Lebens hättest du gerne das ein oder andere anders, sei es beruflich, privat und oder auch gesundheitlich. Ich bin der Auffassung, rein jetzt mal aus meinem Leben, unabhängig jetzt von vielen wunderbaren Menschen, die ich die letzten Jahre da auch schon begleiten durfte. Aber wenn ich jetzt nur mal von mir spreche, seit ich mehr und mehr begonnen habe, diesen Impulsen zu folgen, meiner Seele zu folgen, dem Ruf meiner Seele zu folgen, daraus auch meinen Seelenberuf zu erschaffen, umso weniger hatte meine Seele Gründe, mir über den Körper gesundheitliche Disharmonien zu schicken. Ja, also wenn wir unserem Herzen folgen. Es gibt so einen schönen Spruch, wo die Seele sich mit dem Körper unterhält.
rein metaphorisch gesprochen, und die Seele sagt zum Körper, geh du vor, auf mich hört er nicht. Mit er ist der Mensch gemeint. Dann sagt der Körper, okay, ich werde krank werden, dann wird er Zeit haben, auf dich zu hören. Das Ding ist nur, dass auch da eine Konditionierung da ist, wiederum die Verantwortung an andere abzugeben, jemand anderes zu fragen, was fehlt mir denn? Ja? Und dann zum Arzt gehen, was fragt der Arzt uns? Was fehlt Ihnen? Intuitiv. Dass das dann aber letzten Endes nochmal in Richtung geht, über die ich jetzt hier überhaupt nicht sprechen möchte, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Das wird auch jetzt viel zu sehr den Rahmen hier sprengen, gehört überhaupt nicht hierher. Du weißt sicherlich, was ich meine. Wir wissen eigentlich selbst, was uns fehlt. Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, wenn ich das früher gewusst hätte, als meine Seele mir zum Beispiel immer mal wieder Rückenschmerzen geschickt hatte oder Schulter-Nackenverspannungen. Naja, ich habe tagsüber ganz viele Dinge gemacht, die nicht meinem Herzen, meiner wahren Mission entsprochen haben, die ich gemacht habe. In meinem Fall war es, dass ich mir mal eine Stelle im öffentlichen Dienst gesucht hatte, um einen sicheren Job zu haben, um ein sicheres Einkommen zu haben. Aber letzten Endes hat das nicht mir selbst entsprochen. Als ich dann letzten Endes wirklich mit meiner Botschaft voll und ganz auch in die Selbstständigkeit gegangen bin und meinem Herzen gefolgt bin, die Akademie gegründet habe, wo ich ja auch Menschen wie dich dabei begleite, auch ein freies Leben sich zu erschaffen, zu kreieren, da war mir immer noch, und es ist mir bis heute eins wichtig, dass ein monatlich sicheres Einkommen da ist, dass ich keinem Geld hinterherlaufen muss, dass da eine Sicherheit einfach da ist. Die Wahrheit ist nur, dass diese Sicherheit, die wir im Außen suchen, und sei es im Angestelltenverhältnis, das sind immer Dinge, die im Außen sind. Die wahre Sicherheit, die wir haben, die können wir nur in uns selbst finden. Eines der größten Learnings auch der letzten Jahre. Und je mehr ich mich fehl am Platz gefühlt hatte, umso mehr Botschaften, nicht nur in Form von Rückenschmerzen, sondern dann manchmal Magenschmerzen, dann manchmal Kopfschmerzen, dann ging es mal in Richtung Migräne, dann war es mal Asthma, dann waren es auch mal Hautprobleme. Also nie alles auf einmal, immer unterschiedlich. Das waren alles Botschaften von meiner Seele, die mich darauf hinweisen wollte, bitte korrigier deinen Weg. Bitte begib dich voll und ganz auf den Weg deines Herzens. Bitte erkenne deine Mission, den wahren Grund deines Daseins hier. Und je mehr ich mir dann erlaubt habe, diesen Weg auch zu gehen. Ich sitze heute im Gegensatz zu früher im öffentlichen Dienst nicht mehr an einem Schreibtisch, der ergonomisch ausgerichtet ist, geschweige denn auf einem Bürostuhl, der ergonomisch ausgerichtet ist, und habe trotzdem keine Rückenschmerzen oder Schulter-Nackenverspannungen mehr. Warum? Weil ich die Dinge mache, die wirklich mir selbst entsprechen. Das mal so zwischendrin als kleiner Hinweis für dich auch. Je mehr du dir erlaubst, wirklich deinem Herzen zu folgen, dem Ruf deiner Seele zu folgen und deine Mission zu erkennen und den wahren Sinn deines Lebens hier zu entdecken, was ja eines der Gründe ist, warum du vermutlich das Gefühl hast, dass in deinem Leben mehr möglich sein muss als das, was du bis eben lebst. Umso weniger hat auch die Seele vermutlich einen Grund, dir auf der körperlichen Ebene Botschaften zu schicken. Und das ist etwas, was ich immer so berührend finde bei einem Seelenreading, wo es wirklich eine Anleitung von mir dann gibt, wo ich mein Gegenüber anleite, aber wirklich für diesen Augenblick, also da braucht man immer so eine Dreiviertelstunde dazu, das besteht auch aus zwei Teilen, mal völlig raus aus dem Kopf zu gehen und wirklich die Seele sprechen zu lassen auf eine Art und Weise, wo der Kopf, unser Qualitätsoberbeauftragter, eh keine Chance hat, mitzuquatschen, weil er in dem Moment gar nicht weiß, was da geschieht. Und dann ist das immer für mein Gegenüber so ein Augenöffner. Wow, was spricht es da aus mir? Was habe ich hier jetzt gerade zu Papier gebracht? Und dem gilt es dann zu folgen. Und das, man hat im Grunde genommen anschließend so eine klare Anleitung, was man anschließend machen darf, um mehr und mehr bei sich selbst wirklich anzukommen. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Erlaube dir noch viel mehr wieder auf die Sprache deiner Seele zu lauschen, die über die leise Botschaften in Form von Gefühlen mit dir kommuniziert, die dir Impulse, die dir Ideen schickt, und denen gilt es zu folgen und nochmal viel mehr auch dein Urvertrauen zurückzugewinnen, das ja natürlicherweise ja auch noch in dir verborgen, aber vermutlich aufgrund verschiedener Gegebenheiten verschüttet ist. Das darfst du wieder alles ans Licht bringen und dann wirst du merken, wie du viel mehr wieder
die Magie deines Lebens und deine wahre Größe, Stärke und Energie entdeckst und dir das alles zurückeroberst. Oder vielleicht auch zum allerersten Mal ganz bei dir selbst ankommst und denkst, wow, wie großartig genial mein Leben doch jetzt geworden ist. Und wenn du da mehr zu wissen möchtest, nimm gern Kontakt zu mir auf. Da können wir gerne auch mal über ein Seelenreading sprechen, wie das für dich ausschauen könnte oder über einige andere Möglichkeiten, je nachdem, wo du gerade stehst und ja, wie genau ich oder wir da dir weiterhelfen können. Also, hab keine Scheu, nimm Kontakt auf, lass uns da einfach auch gerne mal quatschen. Ich werde dir da nichts verkaufen, ich werde dir allenfalls ja die Möglichkeiten auch zeigen, wo ich Möglichkeiten für dich sehe, wie genau ich oder wir, wie wir dich begleiten können. Unsere Tochter ist ja da auch mit, ja, als Mentor an meiner Seite, an deiner Seite dann möglicherweise. Deshalb gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, was wir dann eben auch auf dich zuschneiden können, um es mal so auszudrücken. In diesem Sinne, ganz liebe Umarmung, hab noch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer du mich hier entdeckt hast und mich gesehen hast und bis ganz bald. Ciao, ciao.